Ein ausgeglühtes Wrack an der Autobahn Hamburg-Kiel kündete von einem schweren Flugzeugunglück in der Bundesrepublik. 21 Menschen starben bei der Notlandung eines mit Urlaubern vollbesetzten Charterjets. Bei Tageslicht rekonstruierten Flugsachverständige den Verlauf der Katastrophe. Eine Bremsspur bestätigte, der Pilot hatte, als beide Triebwerke der Maschine nach dem Start in Hamburg ausgefallen waren, eine Notlandung auf der Autobahn versucht. An einer Brücke zerschellte die Maschine. Die meisten Passagiere konnten den zerborstenen Rumpf verlassen, bevor er in Brand geriet. In einem Jugendheim fanden die Geretteten Unterkunft. Wir fragten sie, was geschah in den Sekunden, als die Maschine auseinanderbrach. So, ich habe keine Panik miterlebt, ne? Kleine Unruhe vielleicht, aber im Allgemeinen haben die Passagiere sich ziemlich ruhig verhalten. Der Brand setzte ein, nachdem wir draußen waren, hinten. Und dann kam auch ja die Explosion. Vorher, das hat man ja nicht gar nicht richtig gemerkt. Man hatte ja wohl so einen Schock. Also ich habe auch nicht gesehen, dass vor mir schon das Loch war. Ich wollte raus und dann lag ich im Graben. Und dann sah ich meinen Mann da wieder in dem Sitz hängen und guckte mich nur an und machte kein Zeichen, nicht? Dass ich erst dachte, der wäre tot oder so. Erst vor 3 Wochen war die Super 111 in der britischen Heimatwerft einer Generalkontrolle unterzogen worden.